Da sind wir zurück aus der kleinen Network-Pause. Wir haben heute schon unglaublich viele spannende Sessions hier gehabt. Nicht zu vergessen, die Podiumsdiskussion eben gerade über die deutsche Mautic-Community. Ich glaube, da sind richtig tolle Ideen in der Pipeline. Und jetzt begrüße ich hier bei uns Dirk, Tim und den Leonard. Hi. Hallo. Die drei haben uns eine Session mitgebracht zum Thema Geschäftsanwendungen mit Low-Code, Mautic und Tape. Die Session ist aufgezeichnet. Wir spielen die jetzt ab. Schreibt aber gerne eure Fragen, Kommentare oder Reaktionen in den Chat und dann hören wir uns nach der Session wieder und beantworten dann gerne eure Fragen oder diskutieren eure Themen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei der Session Geschäftsanwendung mit Low-Code. Da habe ich mich schon lange drauf gefreut. Mein Name ist Dirk Spannhaus. Ich bin heute hier mit Tim Schmidt von Tape. Freue mich total drauf, weil ja Low-Code aus Marketing-Automatisierung noch so viel mehr machen kann. Warum brauchen wir das? Marketing-Automation-Systeme profitieren halt davon, dass wir sie mit CRMs verbinden oder auch mit anderen Daten und mit anderen Systemen, weil ja, so können wir eine viel bessere Sicht auf den Kunden bekommen. Und wenn ihr das Buch Marketing Automatisierung aufmacht, schließen sich automatisch auch Vertriebsprozesse an. Natürlich können wir Plugins bauen, wir können auch zusätzliche Cloud-Anwendungen dranhängen, aber es gibt interessante, einfachere Lösungen, sogenannte Low-Code-Lösungen, eine schöne, auch ökonomische Alternative. Schauen wir uns an, was sich damit alles anstellen lässt. Ja, wenn dich das interessiert, bist du absolut in der richtigen Session. So sieht es teilweise aus, wenn wir über Marketing, über Erweiterung von Marketing-Automation-Systemen sprechen. Je nachdem, wie so die eigene IT-Landschaft aussieht, hat man mit APIs zu tun oder man baut Plugins. Man findet im Netz auch jede Menge Plugins zu Mautic, die teilweise aktuell sind, teilweise nicht mehr so ganz und es frisst auch teilweise eine ganze Menge Zeit. Zusätzlich bedeuten natürlich auch zusätzliche Komponenten mehr Aufwand, sowohl bei Setup als auch in der Wartung und im Betrieb. Blöderweise auch mehr Hände durch die Daten fließen, wenn wir so Integrationsplattformen nutzen wie Zapier oder Integromat, ist das eine extra Komponente. Wir müssen auch wieder schauen, wie sieht es mit dem Datenschutz aus. Noch mehr Leute fassen unsere Kundendaten an und ich habe natürlich auch mehr laufende Kosten für Wartung und Support. Wir selber haben in größeren Installationen auch schon mit Node-RED gearbeitet, um Daten von A nach B zu transportieren und zu transformieren. Dennoch sind wir happy, dass wir mit einer Low-Code-Lösung auf so eine extra Komponente verzichten können und vor allen Dingen auch viel mehr Sicht auf die Prozesse bekommen, sodass ja, die Prozesse klar und transparent nachverfolgbar sind. Denn sind wir mal ehrlich, wenn wir uns die Marketing-Realität anschaut, hat es heutzutage oft was eher mit einer Blackbox zu tun. Wenn ich bei manchen mittelständischen Kunden den ersten Kontakt mache, stelle ich fest, dass es da noch an vielen anderen Systemen mangelt. Also es gibt nicht unbedingt ein CRM, auf das alle Mitarbeiter zugreifen können. Excel ist immer noch der Standard, der Goldstandard in vielen Situationen, mit dem Nachteil, dass halt so eine Excel-Tabelle ja, aktuell ist oder nicht aktuell, auch mal kaputt geht, weil ein Kollege die Formel kaputt gemacht hat, gibt halt genügend Nachteile, weshalb man mit Excel eben nicht mehr so ganz auf dem Stand der Zeit ist. Hat natürlich auch als Marketingagentur ein Problem, bringt ein Problem mit sich, weil wir wollen ja auch nachweisen, dass die Leistung, einen neuen Kontakt in die Firma zu bringen, neue Nachfragen, neue Anfragen zu generieren, dass wir erfolgreich waren und wollen auf der anderen Seite natürlich auch wissen, was ist denn daraus geworden? Was hat der Vertrieb gemacht? Wann hat er sich darum gekümmert? Hat er das erstmal schön 7 Tage liegen lassen und sagt, die Leads sind alle von der Qualität nicht ganz so doll? Oder hat er sich wirklich sofort darum gekümmert und kann uns Rückmeldung geben, wie wir vielleicht unsere Marketingkampagne noch besser machen können, weil wir vielleicht noch ein bisschen die Ansprache und das Werteversprechen ändern müssen? Auf der anderen Seite gibt es viele proprietäre Systeme, sehr oft on-premise bei Kunden und da wird es auch schon wieder schwierig. Firewalls sichern alles ab. Aber wenn ich Daten in Premise-Systeme eintragen und herausholen möchte, reden wir da meistens schon über ein größeres IT-Projekt. Und hier geht es ja auch ein bisschen um Schnelligkeit.
Insofern ist das auch nicht so eine einfache Geschichte, wenn wir ein Marketingprojekt starten und Ergebnisse erzielen wollen, dass wir A, Transparenz erzielen und zum anderen auch mit dem Kunden gemeinsam arbeiten können und die Marketingprozesse verbessern können. Auf der anderen Seite gibt es eben Anforderungen bei Mautic, die so out of the box nicht lösen kann. Zwei Beispiele. Ich kann nicht eine Liste von endlichen Coupons vergeben. Also es gibt nicht eine Tabelle, die sagt, okay, ich habe da 100 Coupons drin und die 100 Coupons werden vergeben und am Ende ist halt Schluss. Gibt natürlich Workarounds, aber die sind alle nur so suboptimal. Oder ich sage zum Beispiel, die ersten 30 Kunden, die sich anmelden, sind dabei und kann nicht sagen, okay, ich habe hier eine automatische Kontrolle nach 30 Submissions, ist Schluss. Ich nehme an, da gibt es bestimmt ein Plugin für. Wir wollen euch halt zeigen, dass es mit Low-Code einfach eine viel schnellere Lösung gibt. Und ich bin mittlerweile auch Fan von API-First. Schafft viel weniger Abhängigkeiten. Solange die API stabil ist und solange die API möglichst bugfrei ist, habe ich damit alle Möglichkeiten, um so ein System auch zu steuern. Kommen wir zu Low-Code und Mautic. Mithilfe von Low-Code kann ich so ein Marketing-Automation-System um eine ganze Menge an Intelligenz erweitern. Ich habe alle Möglichkeiten. Ich kann Felder manipulieren. Ich kann mit JavaScript neue Felder berechnen und diese zurückspielen in Mautic, was mir viel mehr Flexibilität bringt, als ich bisher mit einer Standalone-Mautic-Lösung vor mir habe. Was ist wichtig bei Low-Code? Ich spreche extra immer von Low-Code, weil No-Code für mich ist einfach nur ein Marketing-Gag. Oder Tim? Irgendwas mit Coden ist immer, ne? Absolut. Ja. So, was ist dafür natürlich wichtig? Wir haben verschiedene Low-Code-Plattformen gesehen. Wir haben Low-Code-Plattformen gesehen, die uns nicht mal einen Code-Editor bereitstellen, was natürlich schwierig ist. Da ist schnell mal ein Syntaxfehler drin und man verbraucht jede Menge Zeit, um diesen zu finden. Also Code-Editoren sind wichtig. Irgendwo auch, ist auch ein Debugging wichtig. Wir werden halt auch zeigen, wie man mitloggen kann. Also ob der API-Call erfolgreich war. Was habe ich denn eigentlich gesendet? Was habe ich denn empfangen? Und auch diese Out-of-the-Box-Unterstützung von Webhooks hat Tape für uns so interessant gemacht. Also wir waren richtig happy, Tape kennenzulernen. Dazu wird Tim auch euch die Plattform kurz vorstellen. Der absolute Killer-Fakt für uns war neben dem einfachen User-Interface eben auch die Möglichkeit, Webhooks zu integrieren. Und da ist ja Mautic auch groß drin. Tim, erzähl uns doch mal ein bisschen was über eure Plattform. Sehr gerne, genau. Ja, ich bin Tim, einer der Gründer von Tape. Und wir haben mit Tape eigentlich, wir sind eine Low-Code-Plattform aus Deutschland. Und wir haben das Ziel, den Usern die Möglichkeit zu geben, selbst anpassbare Workspaces zu bauen. Also ihre Prozesse eigentlich, die User sind ja die, die die Prozesse auch am besten kennen. Und wir geben ihnen die Möglichkeit, die Prozesse ins System einzugießen und wirklich innerhalb von, ja, wirklich wenigen Minuten, dass das Leistungsversprechen anzupassen, an ihre Bedürfnisse anzupassen, zuzuschneiden. Und unser Hauptaugenmerk liegt dabei insbesondere auch noch auf den eingebauten Automations, die der Dirk ja auch gleich dann zeigen und nutzen wird. Das heißt, bei uns sind eben die Automatisierungen wirklich im System drin. Das heißt, man braucht keinen weiteren Automatisierungslayer, wie es Dirk eben schon angesprochen hat. Und ein weiteres Augenmerk von uns ist insbesondere auf offene Technologien und Standards zu setzen. Das heißt, wir haben eben keine eigene proprietäre Sprache, sondern wir nutzen offene Technologien wie JavaScript und HTML. Haben auch einen sehr mächtigen Code-Editor, den wir später noch zeigen werden. Und dadurch kann man, wenn das System mal grafisch nicht mehr oder an der Ecke steht, man nicht mehr weiterkommt, kann man eigentlich mit Code das meiste schlussendlich lösen, wenn man weiß, wie. Genau. Absolut. Ich meine, ich selber bin ja kein Programmierer, ich bin Wirtschaftsinformatiker. Und als Wirtschaftsinformatiker, der Digitalisierung für Kunden macht, braucht man halt so ein Werkzeug. Ich könnte nie Vanilla programmieren, eine ganze Anwendung entwickeln, ist aber auch nicht nötig. Ne? Also so eine Low-Code-Plattform bringt mir eine ganze Menge Standardfunktionen mit. Mit deiner Unterstützung haben wir auch sehr interessante Skripts gebaut für Mautic, die ihr noch sehen werdet. Und hat natürlich auch einen Vorteil für meine Entwickler. Wenn ich einen Entwickler da dran setze, muss er keine proprietäre Sprache lernen, sondern kann direkt mit seinem JavaScript oder TypeScript-Wissen direkt loslegen. Ich frage immer, ob TypeScript, weil ich mich immer verspreche und von TrueScript spreche, was eine ganz andere Technologie ist. Ja, willst du mal den Code-Editor vielleicht kurz noch zeigen? Also den kannst du am besten vorstellen, weil das hat mich schon auch beeindruckt, wie ihr das aufgebaut habt mit den automatischen Ergänzungen und allem drum und dran. Na klar, ich versuche mich kurz zu fassen, weil ich kann natürlich sehr lange darüber reden, weil ich so begeistert bin. Einen Moment, ich teile mal kurz meinen Bildschirm.
Wir sehen jetzt hier auch direkt schon einen Ausschnitt aus einer Automatisierung, die wir mit, die wir gebaut haben in Tape, um Mautic zu integrieren oder einen Use Case in Mautic. Aber das ist jetzt nebensächlich. Also ich zeige einfach mal ganz kurz den Code-Editor. Was man hier halt hat, ist, sage ich mal, eine komplette Autovervollständigung. Ja, also ich sehe genau, was gibt es für Variablen hier. Zum Beispiel, welche Felder hat meine Datenbank oder meine App, wie wir es nennen in Tape, kann mich hier direkt auf die Values beziehen, kann die verwenden. Ich habe auch eine Typisierung und auch eine Inline-Dokumentation. Und auch wenn ich hier eigene Objekte baue, wie zum Beispiel oben dieses Headers, dann kriege ich dafür eben auch eine Autovervollständigung. Ne? Und ich sehe eben hier, kriege sogar auch Syntaxfehler angezeigt, die Property gibt es nicht. Also wir haben hier, nutzen hier TypeScript-Features. Tatsächlich ist man als Nutzer hier in der Lage, ein TypeScript-Snippet zu schreiben und es wird am Ende auf JavaScript runterkompiliert. Das heißt, man hat das Beste aus beiden Welten, man hat eine statische Typisierung, man hat aber zur Laufzeit eben die volle Performance von JavaScript. Genau. Und, wunderbar, ja. Wunderbar. Ja. Für alle, die das zum ersten Mal sehen, have no fear, keine Angst. Wir zeigen euch die Oberfläche dann, wie es läuft und werden euch auch zu einem Start das eine oder andere mit an die Hand geben. Gut, dann übernehme ich nochmal rüber auf meinen Bildschirm. Intro Tape, das war die Quick Intro. Ihr seid wahrscheinlich am meisten drauf gespannt, was wir euch zeigen können in Verbindung mit Mautic. Wichtig ist, wir verwenden als Verbindung die Base-Authentifizierung via HTTPS. Es geht recht einfach herzustellen und ist auch safe, weil wir ja über HTTPS gehen. Wir können den API-User auch in den Rechten einschränken. Wir haben dem derzeit für unsere Demo noch Admin-Rechte gegeben, aber lässt sich einschränken, sodass die API auch nur das kann, was sie können soll. Ja, aber dann schauen wir es uns da einfach mal live an. Das Interessanteste, was wir am Anfang eingerichtet haben, weil wir wollen ja möglichst wiederholt, also Code nicht wiederholt schreiben. Das war ja auch unser Ziel. Ist ja, kommt ja auch durch, wenn man eine Sache wiederholt machen muss, dann ist irgendwas faul dabei. Also haben wir zum Beispiel schon mal die gesamte Authentifizierung als API-Config-Set abgelegt. Das sind so ein paar Felder, die wichtig sind. Das Wichtigste habe ich ausgeblendet. Das ist unser Key. Ja? Dadurch kann ich natürlich auch sehen, dass ich die Zugriffe auf so einen Workspace einschränke. Was ich mir hier mitgespeichert habe, ist die Mautic-URL. Die brauche ich für die Kalkulation in bestimmten Textfeldern oder Linkfeldern. Ich habe die Base-URL mitgeschrieben. Auch da baue ich drauf auf in anderen Kalkulationen. Und ich habe die Mautic-Base-API-URL mitgeschrieben. Das kann ich mir natürlich auch alles berechnen. Sobald ich die Mautic-URL kenne, ist natürlich die Base-URL und die API-Base-URL auch bekannt. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben wieder bei dem klassischen CRM-System die Kontakte angelegt. Diese werden kontinuierlich synchronisiert mit Mautic. Wir haben die Companies eingerichtet. Und natürlich, wenn man jetzt mal in so einen Kontakt reinschaut, gibt es eine Relation zur Company. Und das ist in Sync mit unserer Installation in Mautic. So, jetzt schauen wir uns aber mal eine Demo an. Das ist ja das Interessante, wie spielt Mautic und Tape miteinander? Da haben wir schon mal was vorbereitet. Wir haben natürlich eine Demo-Umgebung geschaffen, die teilweise schon älter ist als die, die wir für Kunden eingerichtet haben. Aber dennoch, was ist das Wichtige? Wir fangen an. Wir wollen Sachen nicht immer wieder neu programmieren. Wir möchten möglichst Redundanz vermeiden. Also haben wir uns als erstes eine App angelegt, in der wir unsere API-Connections ablegen. Wir wollen ja nicht in jedem Code wieder den API-Key und den Authentifizierungs-URL hinterlegen. Ist ja auch wieder eine Sicherheitsfrage. Deswegen haben wir eine extra App angelegt, die heißt API-Config-Sets. Kann da auch verschiedene Konfigurationen ablegen. Diese heißt Mautic-Brot. Was haben wir da drin stehen? Wir machen eine Base-Authentifizierung. Base-Out über HTTPS, das ist auch safe. Den API-User kann ich in den Rechten auch noch zusätzlich einschränken. Aktuell hat er bei uns Admin-Rechte, aber braucht er ja nicht. Er muss ja in erster Linie Kontakte, Companies erzeugen und lesen. Also kann ich da deutlich restriktiver auch den API-User beschränken. Was wir hier abspeichern, es sind zum einen natürlich ein paar verschiedene URLs, die ich auch berechnen kann. Also ausgehend von der Mautic-URL kann ich mir auch die Mautic-Base-URL und die Mautic-API-Base-URL ausrechnen. Ein Feld, was ich verborgen habe, ist das Feld mit dem eigentlichen Schlüssel. Natürlich, den muss nicht jeder sofort sehen und den muss ich heute auch nicht weltweit teilen, wobei der bis zur Ausstrahlung der Aufzeichnung eh schon gelöscht ist.
So, also einmal zentral hinterlegt die gesamten Daten, die ich brauche für die Connections. Dann haben wir natürlich hier wie in einem klassischen CRM unsere Kontakte drinstehen und unsere Companies, auch die Möglichkeit, Deals zu verfolgen, auch die Möglichkeit, Formular-Submits auszuwerten, die mir von Mautic als Webhook geschickt werden. So, schauen wir doch mal, wie das Ganze funktioniert. Wir haben ein Mautic-System, ganz normales, auch wieder mit einigen Dummy-Daten, aber wir wollen heute mal einen neuen Kontakt erzeugen. Und zwar gehen wir über ein Formular, klassischer Weg. Die Anfrage erfolgt meist über ein Formular. So. Preview. Klassisches Kontaktformular. Der Tim Schmidt von der Company Tape. Ich interessiere mich für Mautic. Interessiert sich für Mautic. Seine E-Mail-Adresse. Und ab geht's. Was im Hintergrund passiert, der Formular-Submit erzeugt direkt einen Webhook an Mautic. Wir holen uns die Kontaktdaten ab. Und wenn wir nachschauen, ist der Tim Schmidt schon eingetragen. Wir sehen ihn hier direkt verbunden mit der Company natürlich, die ja auch in dem Moment erzeugt und verlinkt wurde. Dieselbe Relation, die wir in Mautic haben, haben wir jetzt auch in Tape. Ich sehe seine E-Mail-Adresse, ich sehe seine Mautic-Kontakt-ID, ich habe sogar automatisch berechnet einen Link, kann also direkt rüberspringen und mir den Kontakt in Mautic angucken, wenn ich in Tape unterwegs bin. Und ich denke mir, ich schreibe mal noch eine Position rein, weil wir den Kontakt gleich nochmal editiert haben. Den Tim kenne ich, der Tim, der macht irgendwas mit Technik. Ich nenne ihn mal CTO. Zack, Position edit, das ist also auch schön, Activity ist nachvollziehbar. Man kann auch mit den Kollegen kommentieren. Die Automation hat auch schon gearbeitet. Und wir schauen uns mal den Kontakt an, ob da was passiert ist. Wir sehen, ah ja, die Position wurde übertragen. Also schöne Zwei-Wege-Synchronisation. Die geht auch so weit, dass wir uns Gedanken dazu gemacht haben, wie das ganze Löschkonzept aussieht. Wenn wir beispielsweise die Company löschen in Mautic, fangen wir damit mal an. Die Company existiert vielleicht, also Tape wird es hoffentlich eine ganze Weile geben, aber wir löschen sie heute mal für die Demo wieder aus Mautic heraus. Gelöscht. Was dann im Hintergrund passiert, auch da geht jetzt ein Webhook zu Tape. Wir wollen aber nicht, dass Mautic vielleicht durch einen Bedienfehler aus Versehen eine Company weglöscht. Schauen nach und sehen, da schon in dem Filter gibt es eine Company, die deleted wurde in Mautic. Und wir erkennen das auch daran, dass dann Control Field aufgeht, Mautic deleted. Also Mautic hat Tape Bescheid gegeben, dieser Kontakt ist gelöscht, mach damit, was du willst. Wir löschen den nicht automatisch, geht natürlich, wenn man das möchte. Aber wir haben es so als zweite Sicherung noch mit eingebaut, dass man natürlich hier auch regelmäßig mal gucken kann, Mautic deleted companies, kann das überhaupt sein? Tape, oi, wieso sind die gelöscht? Kann also direkt nochmal als Marketingmensch eingreifen. So, jetzt haben wir den Tim. Der Tim ist, keine Ahnung, wurde abgekauft von Google oder von Microsoft oder von Apple. Wir löschen ihn raus. Ne, würden wir natürlich nicht rauslöschen. Wahrscheinlich würden wir die Company ändern, aber einfach für die Demo löschen wir ihn jetzt mal an der Stelle in Tape. Ja, ich möchte ihn löschen. Auch jetzt geht ein Update zurück an Mautic. Wir schauen nach, was ist da passiert. Oi, der Tim ist noch da, aber er hat einen Tag bekommen, Tape deleted. Dasselbe gilt hier. Wenn wir jemanden in Tape löschen, wollen wir nicht unbedingt automatisch in Mautic den Kontakt löschen. Kann ja sein, dass es ein Bedienfehler war und dann geht die ganze Historie weg. Sondern wir markieren ihn und haben dann natürlich auch Segmente, Tape deleted, in der ich dann auch regelmäßig mal reinschauen kann. Hier in dem Fall war es ein Tom Smith. Das war ein Tester von vorher. Aber sobald der Grundjob gelaufen ist, werden wir dann mit der Zeit im Prinzip noch einen zweiten Kontakt sehen, der auch gelöscht wurde. Und so kann ich dann auch regelmäßig entscheiden, war das okay, will ich den löschen, lege mir am besten noch eine Kampagne drauf, die nach 30 Tagen automatisch alle da drin löscht, sodass ich immer noch 30 Tage Grace Period, also so einen Verzeihenszeitraum habe, in dem ich Sachen korrigieren und fixen kann. Also da lässt sich in der Kombination aus der Automatisierung via Kampagnen in Mautic als auch über die Automatisierung in Tape, die wir uns jetzt gleich nochmal kurz anschauen, eine ganze Menge machen. Workflow Automation. Wir haben also hier eine ganze Menge Automatisierung hinterlegt, also neun Stück, was die Kontakte betrifft.
Wir haben uns einen Syntax überlegt, dass wir im Prinzip immer sagen, in welche Richtung die Automatisierung läuft. T zu M heißt halt Tape zu Mautic. M heißt, da wird eine Automatisierung sein, die nur in Mautic was erledigt. Und ich habe hier beispielsweise eine, die nur in Tape was macht. Im Prinzip hier die Verbindung zwischen Companies und Kontakten. Was passiert nun, wenn ich einen Kontakt erstellt habe? Das haben wir ja gezeigt. Nee, das haben wir umgedreht gezeigt. Wir schauen es uns trotzdem mal an. Angenommen, ich lege einen Kontakt an in Tape. Der wird ausgelöst, ist also aktiv. Achtet darauf, dass ein neuer Record erzeugt wurde in der Datenbank Kontakte. Der startet natürlich auch nur dann, wenn es keine Mautic Contact ID gibt. Diesen Fall sollte es eigentlich nicht geben, aber wir reden ja eh davon, oder andersrum, es sollte den Fall nicht geben, dass ich einen Kontakt erstelle und der hat eine Contact ID. Wir bauen dennoch Filter ein, weil man ja nicht nur für Greenfield programmiert, also für den Idealfall, sondern auch ein paar Fehlerfälle automatisch schon ausschließen will und das System auch nie unnötig belasten. Ne? Also Kontakt ist angelegt, ich habe den vielleicht nachgetragen, weil ich wusste, dass der existiert und habe die ID schon reingeschrieben. Dann wird da nichts synchronisiert, da wird nur verlinkt. Was dann passiert ist, er sucht in den API-Config-Sets nach der Konfiguration namens Mautic Prod, haben wir vorhin gezeigt. Das haben wir zwei Schritte, die wir schon längst eingespart haben. Das hat mir der Tim erst später verraten, dass die gar nicht nötig sind, sondern dass es einfach nur schön ist. Ja? Tim, warum machen wir das? Wir machen eine Kalkulation und belegen eine Variable in dem Fall mit dem Wert, den wir in dem Feld API-Config-Set Mautic API-Base-URL hinterlegt haben. Schreiben die nochmal extra in die Variable. Wir könnten aber auch direkt drauf zugreifen, also da, wo die var Mautic Base API URL drinsteht, das ist eben die Variable, die wir hier erzeugt haben, können wir auch direkt auf Collected zugreifen. Das können wir eigentlich mal machen jetzt, oder? Ja, genau, kannst du gerne machen. Ist eben immer eine Frage, was man schöner findet. Also war an der Stelle tatsächlich hauptsächlich stilistisch, dieser Change, gebe ich dir recht. Da bin ich zu faul für. So, da haben wir es schon, ne? Das ist das Mautic API Base URL Value. So. Also hier greifen wir jetzt direkt auf das Collected Field zu. Und dasselbe, also können wir im Prinzip schon mal weglöschen, brauchen wir nicht mehr. Und den Base Out Token, den wollen wir auch, da wollen wir auch direkt zugreifen. So. Control-Leertaste ist der Trick bei Mac. Genau. Wie ist es bei Windows? Da wäre es auch tatsächlich, da müsste es auch Steuerung Leertaste sein. Genau. Okay. So, wir fangen an zu schreiben. Out-Token und Value. So. Gibt es nur einen Treffer. Der Tim hat mir auch versprochen, irgendwann wird man die ganzen Strings komplett sehen und muss da nicht so operieren. So, und schon können wir uns auch diesen Schritt sparen. Remove. Und das ist auch der aktuelle Stand, den wir bei Kunden einsetzen. Was sieht man dabei? Wir haben eigentlich nur drei Schritte. Wir holen uns die Konfiguration, wir führen ein Skript aus, wir belegen ein paar Felder, die First Name, Last Name, Position, E-Mail. Wir haben den Header erstellt für die Base-Authentifizierung, Basic. Dann hier den Token-Value, wie man den erstellt, erklären wir euch auch später, wenn ihr euch bei uns anmeldet. Wir setzen auch das Datenfeld als Array mit First Name, Last Name, Position und E-Mail. Dann erstellen wir die Kontakt-Payload, schicken das alles an Mautic und schauen uns aber auch an, was zurückkommt. Das ist eine spannende Sache. Die haben wir jetzt hier in dem Fall noch nicht drin. Debugging ist ja so ein Thema. Ne? Was hat jetzt funktioniert und was hat nicht funktioniert? Und was wir dafür gebaut haben, ist eine Art API-Log. Da werden für alle Calls, die so gelaufen sind, das sind jetzt die letzten drei gewesen, für Contact-Delete haben wir es angelegt. Im Prinzip wird uns gezeigt, was haben wir geschickt als Payload, in dem Fall Tape Deleted. Das können wir noch ein bisschen gesprächiger machen, also auch sagen, welchen Kontakt hat es denn eigentlich betroffen? Also da habe ich nur noch eine Variable, die ich hinzufüge und dann die Antwort von Mautic. Die ist sehr geschwätzig, da haben wir uns schon drüber amüsiert, weil Mautic plaudert so viel über die API. Eigentlich hätte ja gereicht, okay, Kontakt gelöscht, aber der schickt uns nochmal den gesamten Record rüber und sagt dann, dass er den gelöscht hat. Ich habe mir noch dazu geschrieben, welche Automation diesen API-Call ausgelöst hat. Ist auch wichtig für das Nachvollziehen später, also Dokumentation im System, absolut kritisch. Und ich kann auch direkt rüberspringen und schaue mir an, aha, dieser Call hat die Responses, die Data Send und auch den Response JSON
in eine Variable gelegt und jetzt erzeuge ich den Eintrag im API-Log. Was habe ich gesendet? Was habe ich empfangen? Was war die Quelle? Und welche Automatisierung? Das ist einfach nur Copy und Paste. Der Link da oben, der ist genau der, der mich wieder an diese Stelle führt. Super praktisch, Dirk, insbesondere auch, wenn man rückwirkend debuggen muss. Oft wird ja ein Fehler nicht sofort ersichtlich, sondern vielleicht erst nach 1-2 Tagen. Wieso wurde da der Kontakt zum Beispiel jetzt nicht angelegt oder? Dann kann man genau darüber dann nachvollziehen, was vielleicht in der Vergangenheit schiefgelaufen sein könnte und kann sich die JSONs anschauen. Unwahrscheinlich nützlich. Absolut, gerade für mich als Wirtschaftsinformatiker, der ja manchmal mit Trial and Error arbeitet, ist es schon mal hilfreich zu sehen, was war denn die Antwort von Bautik? Lag es am Layer 8 oder lag es an einem anderen Layer? Ihr habt da hier auch noch den Log dazu, wo man sehen kann, die letzten Läufe, wie die gelaufen sind. Wenn es einen Fehler gibt, wird er angezeigt. Und zusätzlich kann man mit Konsole-Log-Ausgaben sich auch noch weitere Details ausgeben, wenn nötig. Manuell kann man die ausführen, wenn man was probieren möchte. Also wirklich wunderbar. Macht das Entwickeln einfach auch für Nicht-Programmierer, sondern für Wirtschaftsinformatiker. Ich habe eine schöne Übersicht. Sehe auch hier eine Historie dazu. Wow, in den letzten 7 Tagen allein 180 Stunden. Sehr gut. Diese Maschine arbeitet für mich. Das mag ich. So. Was wollten wir noch zeigen? Wir haben gezeigt, wie wir das Setup gemacht haben, wie wir die Synchronisation zwischen Kontakt und Unternehmen gemacht haben. Machen wir mal einen Blick noch auf das Thema Deals, weil wenn wir über ein CRM sprechen, da gibt es nicht nur Kontakt und Companies, sondern auch Deals. Und da halt auch eine schöne Darstellung mit diesem Boardview, den man halt auch aus anderen Anwendungen kennt. Ich habe die Anfrage von Joshua Dohr beispielsweise da. Und kann die mit Drag and Drop, wie man es von Systemen kennt, ich habe mit dem jetzt telefoniert, der ist jetzt qualified und schon habe ich einen Eintrag. Sieht noch sehr basic aus, oder Tom? Tim? Ja, aktuell schon noch. Irgendwie, vielleicht könnten wir da noch weitere Informationen nachhalten. Du hast doch noch was schwebt dir so vor? Was fehlt? Ja, was ist wichtig? Was ist eine wichtige KPI bei einem Unternehmen? Ich denke mal, bei dem Deal wäre natürlich absolut wichtig zu wissen, wie groß der Deal sein könnte. Richtig, gute Idee. Machen wir noch ein Revenue-Feld dazu. Dazu brauchen wir eine Zahl. Wir sagen, das ist Umsatz für den Deal. Wir brauchen ja 1000 Separatoren, finde ich immer sehr wichtig für die Lesbarkeit. Auf der anderen Seite brauchen wir, glaube ich, keine Nachkommastellen bei dem Umsatz. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Unit. Machen wir als Suffix. Wir arbeiten mit Euro. Und zack. Haben wir ein Feld für Umsatz definiert, was ich dann auch schön in Berechnung nehmen kann. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen würde, wenn uns nicht die Zeit ausläuft, eben nicht jetzt, ist, dass ich diesen Umsatz, den ich hier mal mit 150.000 Euro eintrage, schöner Umsatz, dass ich natürlich dann noch bewerte automatisch meine Pipeline und sage, wenn der in der Phase qualified ist, dann sind das keine 150.000, dann gehe ich mal davon aus, dass vielleicht jeder dritte oder jeder vierte Deal dann auch tatsächlich zum Abschluss geführt wird. Also hat dieser Deal jetzt verbunden mit der Phase Qualified eben vielleicht nur 25% Wert. Ich kann mir jetzt hier noch anzeigen lassen, hilf mir kurz, das war bei Customize, genau. Ich will den halt direkt in meiner Übersicht sehen. Die Sales-Phase sehe ich ja schon direkt in der Spalte, brauche ich also nicht. Zack, speichern mit diesem View. Und schon habe ich ein CRM-System implementiert, was komplett in Synchron mit meinem Mautic läuft. Ja, kann ja sogar so weit gehen, dass wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe, dass ich einen Webhook bekomme aus einer Kampagne und so ein Kontakt oder so ein Deal automatisch in die nächste Phase geschoben wird. Echt eine tolle Sache. Wir selber sind vor 10 Jahren als Startup gestartet, haben auch mit Low-Code gearbeitet, mit alten Systemen. Das ist ja heute eine ganz andere Generation. Und haben viele, viele Prozesse in-house abgedeckt mit so einem System. Jo. Das ist nicht nur, also so viel soll es für heute sein. Ganze Menge Sachen mit Mautic gesehen. Das ist aber nicht nur was für Startups. Das sollten wir vielleicht noch mitsagen. Auch etablierte Firmen sind interessiert an smarten Marketing. Eine bekannte, traditionelle Uhrenmanufaktur aus meiner Heimat, aus Dresden, ist Lang und Heine. Die entwickeln in Handarbeit, in handwerklicher Höchstleistung Uhren aus edlen Metallen und Ziffernblättern in traditioneller Art und Weise. Und dennoch passt modernes Marketing
mit traditionellem Handwerk sehr gut zusammen. Auch da hat eigentlich die Einfachheit überzeugt. Man möchte einen hohen Service leisten, also hohe Qualität, nicht nur im Produkt, sondern auch im Kundenerlebnis. Und da geht es schon darum, dass man die individuellen Anfragen möglichst schnell und individuell beantwortet. Und das ist ja auch das, was viele verblüfft. Das heißt zwar Marketing Automation, aber erst Marketing Automation hilft, stark zu individualisieren, schnell zu reagieren, um mit den Kunden schnell und individuell in Kontakt zu kommen. Wir lernen viel über die Kunden und es gibt halt auch da wieder weiterführende Prozesse wie die Versand von Katalogen oder von Terminen, von Terminvereinbarungen für Führung durch die Manufaktur. Und das sind so Sachen, wo ein Marketing-Automation-Tool wie Mautic allein nicht ausreicht, aber in Kombination mit Low-Code, mit Tape, haben wir da eine sehr schöne Lösung geschaffen, mit der nicht nur die Marketingprozesse, sondern auch weitere Prozesse im Unternehmen optimiert werden können. Ja, traditionelle Manufaktur im Stil des 18. 19. Jahrhunderts. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Spannend, was da an Handwerkskunst so produziert wird. Kommen wir zum Abschluss. Wir haben natürlich auch noch ein Angebot an euch. Schaut euch diesen Link an, schreibt ihn euch ab, tippt ihn ein. Wir haben nämlich für euch in der Konferenz ein spezielles Angebot. Tim, stimmt's? Erzähl mal, was wollt ihr vorschlagen? Was wollt ihr der Mautic-Community anbieten? Genau, wir hatten uns überlegt, wir möchten halt gerne, dass, also wie kann man sowas am besten testen? Natürlich hands-on. Ja, und nicht jetzt irgendwie Videos und alles super gut und hier unsere Show und Demo, aber man möchte sowas ja erleben, man möchte es ein bisschen rumprobieren, man möchte schauen, wie gut kann man das Ganze wirklich in der Praxis einsetzen. Das heißt, wir möchten den vollen Funktionsumfang für 30 Tage kostenlos zur Verfügung stellen über den Coupon. Das heißt, das gesamte Szenario kann nachgebaut werden, auch inklusive der Automatisierung, die eigentlich auch erst in einem höheren Plan bei uns verfügbar sind. Genau, das wäre unser Angebot. Nicht schlecht, aber Tim, da geht doch noch mehr, oder? 30 Tage, komm, die Leute brauchen ein bisschen Zeit, ja? Dirk, du bist hier wieder, du nimmst mich wieder in die Mangel. Wir können also, du hattest ja auch, glaube ich, noch was parat. Wie wäre es, wenn wir noch mal ein bisschen entgegenkommen und du auch? Also, wie wäre es mit 60 Tagen und du schlägst noch mal was drauf von deiner Seite? Du meinst, ich soll die Skripte einfach so dazu packen? Naja, wenn wir entgegenkommen, musst du schon auch was machen. Okay, Deal. Also, du gibst der Mautic-Community 60 Tage zum Testen und ich packe die wichtigsten Skripte mit ins Paket rein. Direkt in die Instanz, damit die Leute loslegen können und spannende Sachen damit machen, oder? Wäre für mich in Ordnung. Machen wir es doch so. Okay, Deal. Aber ihr müsst euch beeilen. Wir haben nicht unbegrenzt Coupons. Ja, wir haben die schon limitiert. Also, wenn ihr heiß drauf seid, wenn ihr das ausprobieren wollt, sichert euch den Coupon heute. Ihr habt 60 Tage Zeit, damit euch die Vorteile zu erschließen. Gucken, wie viele Stunden ihr euch an Arbeit spart durch die Automatisierung. Und die ganzen Stunden, die wir uns um die Ohren geschlagen haben, die Skripte zu bauen, die spart ihr euch einfach und nehmt die Skripte so, wie sie sind. Habt Spaß damit, tretet dem Forum bei, gebt uns Feedback. Wir werden da auch drin sein, gerade was das Thema Mautic und Tape betrifft. Alles das findet ihr unter dem Link tvzn.de/tape. Da ist alles nochmal zusammengefasst und wie es weitergeht. Wir selber sind jetzt auch gleich live mit euch zusammen, dass ihr Fragen stellen könnt. Wir sind gespannt drauf und freuen uns auf, wir freuen uns auf eure Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt und seid genauso gespannt auf Low-Code mit Tape und Mautic in der Kombination und so begeistert, wie ich das bin. Danke. Hervorragend. Vielen Dank. Das war wirklich spannend. Ich glaube, es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man das fortführen könnte. Und ja, da würde ich eigentlich gerne direkt mal reinfragen, habt ihr denn auf eurer Roadmap irgendwie schon was vorgesehen, Ideen im Kopf, wie könnte es weitergehen, weitere Anwendungsfälle? Erzählt doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, ich kann vielleicht was zur Produkt-Roadmap von Tape sagen. Wir sind gerade dabei, quasi unseren Rekord oder unseren Eintrag, wo das Formular ist, das Canvas komplett neu zu bauen, zusammen mit Dashboards und intelligenten Webforms, also damit man noch mehr auf diesen, gerade auch den gezeigten Use Case CRM-System
Verwaltungssysteme, dass man die Masken noch intelligenter gestalten kann, also dass nur bedingt Felder angezeigt werden, mehrere Spalten und so weiter. Und halt auch, was bei uns immer das Ziel ist, bei Tape, dem End-User eine möglichst ideale UX zu liefern, dass die Leute das Gefühl haben, es ist eine Best-of-Breed-Software, es ist wirklich eine wie eine hart gecodete Software und kein Low-Code-System. Weil oft hat man das Gefühl, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie ein bisschen jerky an, wie man so schön sagt. Und das ist halt immer unser Ziel, dass die Dinge sich richtig gut anfühlen für den Endkunden und dass der Endkunde auch nicht das Gefühl hat, dass eine Low-Code-Plattform vor sich hat. Und natürlich zusammen mit der Integration zu Mautic kann es dann genau diesen Brückenschlag geben für die Kunden, die dann eben genau noch weitere Use Cases abbilden und es noch tiefer in ihr Unternehmen aus WorkOS integrieren wollen. Finde ich super, weil auch aus eigener Erfahrung, wenn die Low-Code-Anwendung, je besser die UI aussieht und je besser das aus einem Guss aussieht, desto besser wird es auch von Anwendern angenommen, die jetzt selber nicht so techy sind. Die halt, ich habe es mit alten Plattformen erlebt, während Menschen, die sehr abstrakt denken, damit fast null Probleme haben, ist es halt beim Anwender dann doch wieder ein Thema, was, wenn das irgendwie nicht so optimiert aussieht, dass sie dann vielleicht doch so Probleme haben, sich reinzudenken. Also das finde ich super. Auch das Thema mit dem Dashboard klingt gut. Wir haben heute eine Session gehabt zum Thema KPIs, auch im deutschen Track. Und da ist natürlich cool, wenn man dann auch gleich noch ein paar KPIs irgendwo also anzeigen kann, ne? Genau, und wir wollen auch hier wieder die Automatisierungen, die du ja vorher schon so ausführlich gezeigt hast, mit integrieren. Und bisher haben wir ja vor allem diese super starken, wir nennen es Backend-Automatisierung, wenn man natürlich im Hintergrund, ohne dass ein User agiert, die Webhooks empfangen kann oder auch was gescheduled machen kann. Und jetzt kommt eben noch der letzte Schliff bei uns, dass man quasi auch das in das Frontend reinziehen, dass auch, wenn ein User agiert, dass er Instant Feedback bekommt über Toast, über Loading Spinner. Man kann es dann alles integrieren und der User gibt eine Experience, wie wenn es jetzt wirklich eine native Software wäre. Aber stattdessen wird gerade der Webhook getriggert bei Mautic und es werden irgendwelche Daten abgefragt, die er dann angezeigt bekommt. Und das ist jetzt eben der nächste Schritt in Tape. Das ist quasi die nächste Evolutionsstufe, um das quasi zu ermöglichen. Also WorkOS ist ein gutes Stichwort. Da können wir auch nochmal Richtung Anwendung und Use Cases schauen. Wir sind ja da auch schon am Überlegen, was wir da noch so packen an Paketen. Also Madeleine, weil du fragst, was sind noch so Ideen, was super funktioniert, dadurch, dass die Plattform auch Webhooks kann, ist, dass wir aus anderen Systemen Daten geschickt kriegen, die wir dann an Mautic weitergeben. Nehmen wir mal als Beispiel Google Lead Ads. Die verschicken ihre empfangenen Formulare auch per Webhooks und das ist natürlich perfekt, wenn ich das in meinen Tape reinwerfe und Tape spielt es weiter an Mautic, sodass ich da direkt eine Kampagne anfangen kann. Da haben wir bisher früher meistens mit ein paar PHP-Skripts rumgearbeitet. Das geht zwar auch, aber so sieht man halt, dass es läuft und man kann auch jeden Tag mal reingucken, was da reingekommen kann. Das will nachvollziehen, hat also ein bisschen mehr Transparenz auch für den Kunden. Und dasselbe gibt es wahrscheinlich auch mit, also es gibt ja auch bei Facebook Webhooks, da müssen wir dann einfach mal ins Detail gucken. Die Idee ist aber auch, dass wir zusammen so Pakete entwickeln, die dann schon vorbereitet sind. Da müssen wir mal gucken, wie da auch der Bedarf ist und wie die angenommen werden. Ja, mega spannend. Ich glaube, da werden wir bestimmt noch einiges hören in der Kombination. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz ein bisschen erklären, was so der Unterschied ist zwischen Tape und vergleichbaren Plattformen, also Zapier, N8N, so ein paar kennt man ja doch auch, wenn man in der Mautic-Welt ein bisschen unterwegs ist. Was macht Tape denn so anders oder so besonders? Vielleicht kann ich erstmal als Product Owner von Tape sagen und dann wird es mich interessieren, was der Dirk als Anwender dazu sagt. Also wir sind halt, Zapier oder Make sind ja reine Automatisierungsplattformen. Und Tape ist eigentlich eine generische Datenbank, wie man es von Airtable oder Monday.com und diese Tools, die man vielleicht kennt oder vielleicht Podio. Es sind diese Player, die eben, wo man auch schon nativ kollaborieren kann und die eben diese Basisfunktionen eines Projektmanagements, eines CRMs über Templates bereitstellen, aber wo halt auch die Kommunikation, wo direkt Menschen auf einer Plattform schon zusammenarbeiten können. Und wir haben on top diese Automatisierungen gebaut, um dann eben die Daten aus verschiedenen Systemen zu connecten und um damit Tape am Ende das WorkOS eines Unternehmens werden kann. Weil dazu braucht man eben verschiedene Datenquellen. Und was wir halt dazu auch bereitstellen, ist ein sehr mächtiges Berechtigungssystem.
Wir gehen also bis auf Eintragsebene runter. Wir haben eine sehr strukturierte Systemlandschaft. Also es geht von Workspaces los, wo man die ersten Teams strukturiert, dann auf Apps, da kann man weiter strukturieren und dann auf Eintragsebene, den wir Record nennen. Und das ist ja oft dann auch so ein Ausschlusskriterium, wenn die Permissions nicht funktionieren. Und da geht es bei Tape eben hin, dass man wirklich seine Mitarbeiter, selbst wenn es jetzt 100, 200 Mitarbeiter sind, strukturieren kann in Tape und dann entsprechende Informationen über die Automatisierungen verteilen kann. Also das ist so der Ja. große Unterschied vor allem zu Make oder Zapier. Ich würde auch sagen, also es ist im Prinzip eine Komponente weniger nötig. Ich kann sowohl die Integration machen damit, die Automatisierung, und ich habe auch noch eine Oberfläche dabei. Gerade das Thema Kollaboration, Zusammenarbeit. Wir kommen halt auch teilweise mittelständische Unternehmen, die sind da echt, stehen da echt noch davor. Die haben halt ein CRM, sagen sie, und dann ist es irgendwie eine Nebenfunktion vom ERP, was irgendwo on-premise läuft, und dann kann da aber niemand da drin sich mal miteinander unterhalten oder mal fragen, wie ist denn der Deal vorangegangen? Hast du den Kunden erreicht? Das ist so ein Layer, das bringt einfach eine Low-Code-Plattform mit. Und wenn man es halt so zwischen komplett fertiges CRM beispielsweise und ich programmiere alles selbst, Low-Code bringt halt eine gewisse Grundfunktionalität, mit der ich schnell Anwendungen bauen kann. Der Killer für mich, bei Tape, ist eigentlich, wie ich es meinte, auch ist der Webhook. Weil der halt mir hilft, dass ich nicht ständig nachfragen muss, gibt es was Neues, gibt es was Neues, gibt es was Neues, sondern die anderen Systeme melden sich halt, wenn es was Neues gibt zum Verarbeiten. Und ich wundere mich heute noch, warum Webhooks so oft nicht unterstützt werden. Also das ist Killer. Ja, eine Frage ploppte bei mir gerade tatsächlich noch so auf. Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn mit der Skalierbarkeit? Wenn ich jetzt mal an ja, Kunden-Mautics von uns denke, irgendwie, die dann im hohen sechsstelligen Bereich Kontakte haben und auch jeden Tag viele neue Kontakte dazukommen, packt die Anwendung das gut oder sagt ihr, müssen wir noch ein bisschen warten? Soll ich, Leo, oder du? Genau, also wir haben tatsächlich, Tape ist komplett auf große Datenmengen ausgelegt. Wir haben auch teilweise schon Kundeninstanzen mit mehreren hunderttausend Records in einer Datenbank oder in einer App. Das heißt, das ist kein Problem, aber dann irgendwann, sage ich mal, klar, muss man natürlich auf die Grenze ziehen. Ja, aber ich sag mal, ein paar hunderttausend Datensätze in der Datenbank sind immer noch kein Problem. Dadurch, dass wir halt auch vollwertig Filter und so weiter zur Verfügung stellen, eine Suche haben, kann man dann mit den Daten immer noch sinnvoll arbeiten und kollaborieren. Ja, cool. Also ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, damit das Anklang findet, weil Mautic einfach ja auch wirklich teilweise sehr große Datenbanken hat. Ich habe gerade keine Fragen mehr. Ich gucke noch mal rüber in Q&A und Chat. Das sieht aber auch soweit gut aus. Wollt ihr noch ein Schlusswort loswerden? Probiert's aus. Wir sind da. Wir sind in der Community. Ich habe Tim und Leo auch kennengelernt als super unterstützende und erreichbare Kontakte, anders als in anderen SaaS-Unternehmen. Auch insbesondere im Forum geht ratzfatz, dass man da eine Antwort kriegt. Aber es liegt auch daran, dass ihr da euch mit eurer Plattform vernetzt habt, oder? Absolut. Richtig, Danke von ja. meiner Seite. Wir sind auch ähnlich wie die Mautic-Community auch sehr community-driven. Also unsere Feature-Roadmap ist auch nach Kundennachfragen, nach Requests gesteuert und ihr könnt ja jederzeit im Internet einsehen. Also unter tapeapp.com/roadmap könnt ihr immer verfolgen, was als nächster kommt und wir sind da auch sehr dynamisch unterwegs. Ich hätte noch einen Nerdy-Hinweis, und zwar, wir sind mit Tape tatsächlich auch komplett auf einem Open-Source-Stack. Also wir lieben auch Open-Source-Software, und insbesondere haben wir auch unseren Fokus auf offenen Standards und Technologien. Deswegen haben wir eben keine eigene Formelsprache oder eigene Programmiersprache, wie das teilweise andere Tools haben, sondern bei uns schreibt man tatsächlich JavaScript oder TypeScript, und zwar überall im System, und kann aber auch sowas wie HTML und CSS nutzen. Und damit hat man eigentlich einen unendlichen Wissensschatz über das Internet, weil diese Standardtechnologien genutzt werden können, um in Tape Lösungen zu produzieren. Das ist mir noch sehr wichtig, weil. Die wir teilweise in ChatGPT gebaut haben, ne? Also ich zumindest, der ja nie programmieren kann. Ja, das ist dann so ein toller Synergieeffekt, den der Dirk dann direkt genutzt hat, weil natürlich ChatGPT sehr, sehr gut JavaScript schreiben kann, weil die Sprache mittlerweile so verbreitet ist. Und damit kann man eigentlich in Tape, wenn man einmal verstanden hat, wie man das letzte Stück noch löst, nämlich dann die Daten, sage ich mal, im Code verfügbar macht,
dann ist es eigentlich ja für ChatGPT ein Witz, kurz diese JavaScript-Funktion zu schreiben. Das ist schon echt cool. Ein was dürfen wir nicht vergessen, wir haben die ganze Zeit nie über Datenschutz gesprochen, ne? Also gerade wenn ich Zapier höre oder andere Plattformen, da habe ich, weiß ich, dass ich bestimmt wieder 2 Stunden mit meinem Kunden über Datenschutz und AV-Verträge und GDP, über alles reden muss. Aber ihr habt ja da ein komplett fertiges Set, ne? Ja, kann ich vielleicht kurz sagen, ja, da haben wir wirklich, sind wir durch die harte Schule schon durchgegangen. Wir haben auch einen Kunden, der direkte Stiftung der Bundesregierung ist und wurden von oben bis unten gescreent, und haben da aber auch eine sehr gute Datenschutzagentur, haben das alles wirklich von vor bis hinten bedacht und sind da auch sehr erfolgreich, auch bei Ausschreibungen, vor allem für Behörden und so weiter. Also das sind wir wirklich gut aufgestellt im Thema. Ja, Und stimmt, sehr wichtiger Punkt, ja. genau, vor allem von der technischen Seite, wir hosten die Services alles selbst, also es bleibt alles auf unseren Servern. Viele haben ja dann doch viel Kommunikation mit anderen Services, da kann vielleicht der Tim was dazu sagen. Genau. Leo hat es schon gut zusammengefasst. Also wir hosten komplett in Deutschland. Das meiste ist, die Daten müssen selten überhaupt unser System verlassen, wenn überhaupt. Das ist das Gute, weil wir eben bei uns alles, sag ich mal, selber hochgefahren haben. Die gesamte Infrastruktur, auch keine Abstraktion dazwischen, sondern wirklich nur deutsche Server, und können damit eben auch deutsches Recht sehr ordentlich erfüllen und mussten das auch, genau wie der Leo schon gesagt hat. Ja, dann würde ich sagen, das war doch ein gutes Schlusswort. Ich Danke. danke euch, es war sehr spannend. Ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns bald wieder. Und Dirk, dich sehen und hören wir gleich nochmal zum Thema Theme-Entwicklung. Und ja, dann danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Vielen Bis Dank. gleich. Danke, Ciao, Marvin. ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss Ciao. zusammen.